Bleibt jetzt eigentlich nur noch die Frage, Kevin, wohin wechselt Niklas Füllkrug? Das wird er dir ja sicherlich erzählt haben. Lassen wir uns überraschen. Ich glaube, er weiß, was er an Werder hat. Eingedeicht, die Werder-Show. Und damit herzlich willkommen, Eingedeicht, die Werder-Show mit mir, Timo Strömer, und heute wieder mit Björn Knips, dem Ole Werner der Deichstube, der auch immer sehr kommunikativ ist, auch sehr umgänglich und der mir da auch gut tut. Hi, Mann Björn, heute mal eine nette Anmoderation für dich. Ich bin völlig geplättet. Ja. Dankeschön. Sehr gerne. Schön, dass du dabei bist. Ja, Björn, nachdem in der letzten Folge die Stimmung ein wenig eingeschlagen war, machen wir es heute gegen den Trend. Wir gehen mal optimistisch und positiv an die Sache. Denn 32 Punkte sind auf jeden Fall geiler als 31 Punkte. Und es gibt nun wirklich Schlimmeres, als gegen SC Freiburg 1-2 zu verlieren. Zum Beispiel Wasserschaden. Ganz genau. Wir haben heute wieder eine ganze Menge vor. Björn, wir sprechen natürlich über den Ist-Zustand des SV Werder Bremen. Wir lösen auf, wer das Duckstrikot von uns geschenkt bekommt aus der letzten Folge. Wir haben natürlich wieder eine Verschenkung im Programm. Und wir sprechen mit Ex-Bremer, heutigen Unioner Kevin Möwald, auch über diesen Ist-Zustand des SV Werder Bremen. Und ansonsten machen wir uns heute hier eine richtig gute Zeit, wie gesagt, gegen den Trend. Alles sehr, sehr, sehr positiv und cool. Also stellt euch bitte ein auf eine 45 Minuten Vollgasveranstaltung. Und das alles präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Jüst. Und wie findet Amos Pieper das? Ich finde es mega. Wir auch. Wow. Wieder mal eine ganze Menge unnötige Einspieler. Geh jetzt aber los mit einem Knall. Eieieiei, das war die Konfetti-Kanone. Und das war insgesamt hallo, sehr wild. Hallo. Grüß dich. Nichts mehr. Aber ich hatte das Gefühl, nach der letzten Downer-Folge musste da mal wieder ein bisschen mehr Schwung rein. Ich glaube, vielleicht solltest du das mal in der Werder-Kabine machen, das Ding. Damit es mal so richtig knallt, denn Björn, 1-2 gegen SC Freiburg. Ja. Und die Stimmung ist gerade dann doch mal wieder ein bisschen angespannt, ne? Ein bisschen angespannt? So schlimm? Erzähl. Also jeden, den ich treffe, ich war ja privat im Stadion. Oh, schön. Ne? So mit Familie mal. Toll. War richtig schön. Saß nah der Ostkurve. Kriegst ja auch so ein bisschen, finde ich, ein anderes Feeling mal. Musste ja nicht arbeiten. Und wenn man dann rausgeht und sitzt im Bus noch, schön zum Park and Ride habe ich gemacht. Hemelinger Hafen, kann ich nur empfehlen. Und unterhält sich dann mit den Leuten noch so ein bisschen, kommst ins Gespräch. Und dann merkst du schon, die Angst. Wie hat das Kollege Malte Bürger geschrieben? Die Angst schleicht sich wieder an. Und das tut sie wirklich. Und wenn sie die schon mit einem lauten Knall wieder da ist, das ist ja die andere Option. Ja, weil es kommt natürlich dazu, dass das nächste Spiel bei Hertha BSC ist. Und das ist sowas wie so ein kleines Endspiel, wobei für die Berliner ja mehr als für Werder. Aber du kannst da jetzt wieder, weißt du, so, die sind unten im Sumpf drin und die ziehen dich da rein. Wenn du Pech hast, hoffentlich nicht. Ich will ja hier heute nur gute Stimmung verbreiten. Ja. Nee, wir dürfen ja durchaus Kritik üben, aber ich will mich von der doch sehr negativen Stimmung nicht runterziehen lassen. Wollen wir heute nicht, aber wir können ja trotzdem mal kurz auf das Spiel gegen SC Freiburg blicken und uns die Frage stellen, was da jetzt eigentlich genau schiefgelaufen ist, weil so schlecht war es ja eigentlich nicht. Nee, erste Halbzeit war so, wie man gegen eine Mannschaft, die um Champions-League-Plätze mitspielt, spielen soll. Hinten gut gestanden, nicht zugelassen, das muss man sich mal überlegen, gegen Freiburg nicht zuzulassen, ist erstmal schon mal gut. Mhm. Nach vorne ging jetzt auch nicht viel, was aber nach dem Ausfall von Niklas Füllkrug, Wadenprobleme, jetzt auch nicht wirklich überrasche. Und dann kommt zweite Halbzeit, kommen sie raus und du denkst ja immer, wir hatten das Thema ja lange Zeit, natürlich, nach der Pause pennen sie, ganz im Gegenteil, machen sofort das 1-0, super Tor. Das ist geil, wenn du dann da so in der Nähe von der Ostkurve sitzt. Du kannst, ich habe den Ball fast quasi mit reingeschossen. Natürlich. Weil so in der Verlängerung von Maximilian Philipp saß, war mega. Ja, und dann haben die Freiburger natürlich ein bisschen mehr Druck gemacht, aber dann zwei wirklich blöde Fehler in der Abwehr und schwupps liegst du 1-2 hinten. Und diesmal kam dann nicht mehr wirklich viel. Ne? Letzten Mal Aufholjagden ja noch funktioniert gegen Mainz und davor mal gegen Gladbach und gegen Hoffenheim hätte es ja fast noch geklappt. Da wird aber diesmal weit von entfernt. Da merkst du dann auch, wie sehr Niklas Füllkrug fehlt. Ne? Ja, tatsächlich. Ich fand es insgesamt aber nicht so schlecht. Aber die Fans haben, so habe ich das zumindest in sozialen Medien gelesen, ausgemacht, mehrere Fehlerquellen. Zum einen ist es natürlich die Abwehr, die einfach zu viele Gegentore bekommt. Klar. Ja, die spielt ja grundsätzlich gut. Das ist ja das Verrückte an dieser Geschichte. Eigentlich machen die einen guten Job da hinten. Die haben wegverteidigt ohne Ende, kaum Chancen hatten die Freiburger, aber zweimal halt dann so gepennt und dann
ist das Ding halt drin, zweimal, und das spielst du im Moment vorne nicht weg. Heimfluch, Heimschwäche, ja. Das nächste große das Thema. Die Hütte ist immer voll. Ja. Aber Stimmung neun, immer geil. Aber neun, ja, Stimmung immer geil, da können wir gleich nochmal drüber reden, wenn du möchtest. Ja, dann hauen wir jetzt raus. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Also das ganze Spiel über mega, als das Tor gefallen ist, mega. Aber so die letzte Viertelstunde, wo du denkst, jetzt, Leute, jetzt muss es nochmal gehen. Dann kommt die Ostkurve, da ist ja schon viel darüber diskutiert worden, die sinkt die ganze Zeit. Also die sind ja immer zu Gange. Aber so die letzten 10 Minuten, Viertelstunde brauche ich diese Gesänge, die sehr gleich klingend sind, brauche ich dann eigentlich eher weniger. Da will man ja eher dieses Werder, Werder und jetzt nochmal nach vorne peitschen und wirklich so mit aller Macht, was Christian Streich, der Trainer von Freiburg, ja vorher noch gesagt hat, Leute, wenn wir da hinfahren, die Leute sind verrückt da, bis zur letzten Sekunde, das kam echt selten. Habe ich im Bus auch mit einem Fan drüber gesprochen. Ich glaube, oh, ein bisschen enttäuscht von der Ostkurve. Sagt er, nee, das muss aber auch andersrum funktionieren. Es muss von den Spielern auch auf die Tribüne kommen. Der Funke überspringen. Und da muss ich ihm auch ein Stück weit recht geben, da auf dem Feld passiert da auch nicht viel. Also bis zum 16er, also da, auch da, Niklas Füllkrug, wenn der natürlich so einen Ball da kriegt und den da mal festmacht, dann ist natürlich gleich eine ganz andere Stimmung. Dann die Leute glauben da mehr. Ich glaube, die Leute hatten diesmal auch in der Auskurve so ein bisschen den Glauben verloren. Ja, muss aber eigentlich auch ohne Niklas Füllkrug gehen, weil darauf werden wir uns ja in Zukunft einstellen müssen. Also, Abwehrprobleme, Heimschwäche. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass der ein oder andere Fan schon den Trainer anzählt. Ja, in den sozialen Medien. Also bitte, da ganz vorsichtig sein. Also, du bist ja viel zu viel unterwegs. Ich gucke mir da leider viel zu viel Scheiße an. Dein Leben spielt ja quasi in den sozialen Medien. Das stimmt so nicht, aber egal. Aber fast. Und nein, das den Trainer anzuzählen, ist der größte Unsinn. Frech, also, ne? Unverschämt. Ja. Also ich frage mich auch wirklich, was geht in den Leuten vor, die jetzt ernsthaft diskutieren wollen, ob man sich vom Trainer Ole Werner trennen soll. Will ich nicht rausfinden. Nee. Interessiert mich nicht. Wollen wir auch nicht vertiefen. Nein. Aber wir können mal kurz einspielen, wie Ole Werner grundsätzlich mit Kritik umgeht. Das hat er nämlich neulich mal erzählt. Mhm. Also ich empfinde das als normal, dass wenn man Spiele nicht gewinnt oder Leistungen nicht stimmen, dass man in einem Beruf, der in der Öffentlichkeit stattfindet, auch kritisiert wird. Auf der anderen Seite haben, glaube ich, immer große Traditionsvereine natürlich auch immer auch eine Vergangenheit, eine sehr erfolgreiche Vergangenheit im Kopf. Und viele, die uns ganz lange die Daumen halten, haben auch schon Zeiten miterlebt, wo du ganz oben in der Tabelle mitgespielt hast. Trotz alledem sollten wir uns nicht verrückt machen lassen. Ja, um nur eins klarzustellen, das heißt natürlich nicht, dass wir den Trainer jetzt überhaupt nicht kritisieren würden. Das ist ja Quatsch. Ne? Also auch Ole Werner muss sich Kritik gefallen lassen, macht er ja auch, wie er sagt. Aber den in Frage zu stellen, das ist ja Unsinn. Nee. Liebe Freundinnen und Freunde, nicht verrückt machen lassen. Ole Werner hat das gesagt. Björn, haben wir uns schon ein bisschen verquatscht hier, ne? Ich würde sagen, wir starten doch erstmal mit dem Gedeck ein. Ich dachte, heute gibt's nichts. Ist ja Quatsch. Ist ja totaler Quatsch. Auch Quatsch. Ich mach die mal auf. Die Biere. Eins für dich. Dankeschön. Eins für mich. Darf ich bitten, Kurt? Ja, Datzke. Wohl sein. Und natürlich die kurzen. So, ein für dich, ein für mich. Was ist das diesmal? Wir lassen uns mal überraschen, was heute auf den Tisch kommt. Neulich hat jemand gesagt, da sei womöglich nur Wasser drin. Das ist natürlich Quatsch. Bodenlos. Frecherlich, das ist eine Frechheit. Stößchen. Jo. Ja, zieht ganz gut. Bringt uns ganz gut rein in die ganze Chose hier. Ich würde sagen, Björn, wir schauen jetzt mal auf die Tabelle, oder? Hast du Bock, auf die Tabelle zu schauen? Super, die Tabelle. Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht. Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen der SV Werder Bremen auf Platz 12 mit eben 32 Punkten. Und das heißt, es sind 8 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Dort steht der VfB Stuttgart. Auf Platz 17 steht der FC Schalke 04 mit 24 Zählern. Und schlusslich Hertha BSC, nächster Gegner mit 22 Punkten. Nach oben gucken wir heute nicht. Oh.
Herr Strömer. Ausnahmsweise. Was ist denn da los? Sonst liest du die Tabelle immer von Platz 1 an vor. Ich will die heute und du willst mir erzählen, ach, ich mache heute alles positiv. Ja, mache ich auch. Und deswegen positiv, die Ausgangslage ist. Guckst du nach unten? Nicht so schlecht. Bisschen geschärften Blick, vorsichtig nach unten, schade ja nicht. Heute, wie gesagt, nicht nach oben gucken. Das heißt ja nicht, dass ich alles schlecht mache, denn ich finde 32 Punkte sind cool. Ist doch gut. Sieht doch schön aus da. In der Tabelle. Krass. Echt krass. Naja, also wenn du vor der Saison sagst, nach 28 Spieltagen hast du 32 Punkte als Aufsteiger und bist 12. und hast ordentlich Abstand nach unten, bin ich bei dir. Mhm. Aber du hast so viele Chancen gerade vergeben. Ne? So viele Chancen vergeben, um dich da endgültig unten rauszuschießen. Und jetzt droht es wieder, da, dass du da reinrutschst. Und du weißt ganz genau, reden wir auch jedes Mal drüber, irgendeinen erwischt es ja immer, der nochmal so da reinrutscht. Der da runterrutscht und durchrutscht. Mhm. Und ausrutscht. Wegrutscht. Ja, wollen wir tatsächlich nicht. Ich habe hier immer wieder betont, dass ich glaube, dass 34 Punkte reichen. Fehlen also noch zwei. Ich möchte das wirklich alles nicht so dramatisch sehen, wie es jetzt von außen, sagen ja die Vereine, wie es von außen an mich herangetragen wird. Also, ich möchte das tatsächlich einfach nicht. Und ich glaube, wir können hier heute auch den Leuten da draußen vielleicht ein ganz gutes Gefühl geben, dass es eben alles nicht so schlimm ist, wie es gerade für den einen oder anderen dann vielleicht doch scheint. Also wo ich beide bin, ist Panik ist Quatsch. Panik braucht es jetzt wirklich nicht, muss sich auch keiner machen. Leistung der Mannschaft stimmt ja wirklich noch. Aber Sinne geschärft, wie du sagst, finde ich schon ganz, ganz richtig. Also Frust, viel aufhören. Frust bei vielen Fans, habe ich das Gefühl. So, zum ersten Mal in dieser Saison kommt da eine Schärfe rein, die ich nicht ganz teilen kann. Ja, das ist die Sorge. Ich glaube, das ist diese Sorge, dass du wieder abstürzen kannst. Und wenn du da erstmal wieder drin hängst, dann kommt es gar nicht mehr darauf an, wie gut du bist. Dann geht es nur noch um Kratzen, Beißen, hast du nicht gesehen. Und an den Punkt willst du gar nicht erst gelangen mit dieser Mannschaft, die das ja die ganze Saison gar nicht so machen muss. Die konnte ja auch spielen. Und es wäre echt, echt fatal, wenn die da unten wieder reinrutschen würden. Oder überhaupt mal reinrutschen. Waren sie ja nie. Eben. Das muss man sich ja mal... Ich werde erst nervös, wenn es nur noch 3 Punkte vorstellen auf den Relegationsplatz. Genau, du wirst erst nervös. Dann werde ich erst nervös. Du bin wirst doch schon am Sonntag nervös. Ich bin ganz entspannt. Ich beruhige mich. Ich versuche das wirklich ganz nüchtern. Cheers. Hast du einen Kurs belegt oder so? Was für ein Kurs denn? Ja, so in entspannt. Easy bleiben, ja, genau, easy bleiben mit Timo Strömer. Ja, heute Folge 1. So, ich glaube auch, dass wir, auch du und ich, Björn, da vielleicht auch ein bisschen zu grün-weißen Blick haben. Also vielleicht ist es von mir auch beschönigt, von dem einen oder anderen ein bisschen dramatisiert. Und dann wäre es ja eigentlich ganz gut, wenn wir mal jemanden da hätten, zugeschaltet hätten, wie auch immer am grünen Telefon, der mal von außen ein bisschen drauf guckt. Was? Toll wäre es eigentlich, wenn es ein Ex-Werderaner wäre, noch aktiver Profi. Boah, das wäre cool, ne? Fällt dir da jemand ein? Der mit uns telefoniert? Ja. Oder spricht? Ich glaube, Kevin Möwald wäre eine gute Idee. Schöne Überleitung erstmal. Auf jeden Fall. Denn du weißt ja, wie es ist. Wie es in den Möwald hereinruft, so schallt es wieder raus. Also denke ich, Mann, ganz fieser Gag, dass wir da die richtigen Antworten auf unsere Fragen bekommen. Wir rufen jetzt einfach mal an mit dem grünen Telefon. So, ein bisschen umgebaut. FaceTime-Telefon, ihr kennt das. Ha, 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 ha. 3, 2, 1, Möwald. Es klingelt. Und da ist er auch schon, Kevin Möwald. Hi, moin Kevin, schön, dass du dir Zeit nimmst. Moin. Wo erwischen wir dich gerade? Zu Hause, ganz gemütlich zu Hause. Wir reden natürlich über den SV Werder Bremen, Kevin. Und deswegen zunächst die Frage, wie intensiv verfolgst du den SV Werder eigentlich noch? Ja, auf jeden Fall noch intensiv. Habe ja doch mit einigen Jungs einige Jahre auch verbracht zusammen, wo ich in Bremen war. Schaue dann eigentlich auch jedes Spiel, was ich mir anschauen kann. Schaue ich mir auch live an. Auch gestern das Spiel habe ich mir angeschaut. Also wie gesagt, verfolge ich noch sehr intensiv. Zu wem aus der Mannschaft hast du noch Kontakt? Vor allen Dingen noch zu Fülle. Fülle kenne ich ja schon eine ganze Weile länger. Die habe ich ja schon in Nürnberg zusammengespielt, auch in der U20-Nationalmannschaft damals. Deswegen, mit Fülle habe ich regelmäßig Kontakt. Wie sehr hast du ihn denn gestern vermisst auf dem Platz? Ich hab mir das Spiel
bei uns unten in der Kabine angeschaut und habe dann auch mit unserem Physio mal so ein bisschen drüber gequatscht und man hat dann schon gemerkt, dass Fülle vorne gefehlt hat. Ne? So als dieser Zielspieler, weil an sich hat man das Spiel eigentlich komplett unter Kontrolle gehabt gestern, hätte es meiner Meinung nach auch gewinnen müssen. Ich habe dann nach dem 1-0 aber auch weggeschalten gehabt. Aber man hat schon in diesen Phasen gemerkt, dass Fülle da schon so als Zielspieler gefehlt hat ein bisschen. Jetzt ist die Stimmung rund um den SV Werder Bremen schon ein bisschen gekippt. Nimmst du das in Berlin auch wahr? Verfolgst du das auch so intensiv? So intensiv dann wieder nicht. Also ich weiß nur, dass die Mannschaft hier sehr, sehr positiv gesehen wird. Vor allen Dingen auch von unseren Spielern, vom Auftreten, auch von der Art und Weise, wie da Fußball gespielt wird, wird das schätzen gelernt. Klar, ich glaube schon, dass viele sich dann auch immer wieder an die Situation vor 2 Jahren erinnert, viel automatischer, aber ich glaube, dass man das nicht so vergleichen kann. Ich glaube schon, dass die Mannschaft ihre Punkte dieses Jahr deutlich mit mehr Überzeugung auch geholt hat als vor 2 Jahren und man deswegen meiner Meinung nach da auch keine Angst haben soll. Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil die Stimmung dann doch ein bisschen angespannt ist, ob wer da noch zittern muss. Sagst du, nee, wird klappen im Klassenerhalt? Also ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass es klappt. Sicher sein darf man sich nie zu sicher. Ich glaube, das hat man am eigenen Leib erfahren. Aber ich glaube, wie gesagt, die Art und Weise, wie sie dieses Jahr die Punkte geholt haben, das spricht halt auch schon für eine gewisse Qualität. Da waren viele auch sehr verdiente Punkte dabei. Und ich glaube schon, dass sie jetzt auch die nötigen Punkte noch alsbald holen werden. Aber wie ist das denn? Du spielst eigentlich ganz ordentlich, ne? Du kriegst auch Lob für deine Spiele, verlierst aber trotzdem und jetzt hast du so eine Serie von 6 Spielen mit nur 2 Unentschieden, Rest alles verloren und die anderen, die kommen unten langsam ran. Wie geht so eine Mannschaft dann damit um? Was macht man da und wie schafft man es da wieder rauszukommen? Ich glaube schon, dass man das auf jeden Fall registriert, das auf jeden Fall, das auch nicht irgendwie wegdiskutiert, sondern einfach versucht, an die Dinge, die man vorher auch gut gemacht hat, weiter auf den Platz zu bringen. Und wie gesagt, jetzt in den Spielen dann halt auch irgendwie die Punkte dann zu holen. Ich glaube, dass auch nicht so viele Punkte fehlen werden. Wie ist denn das bei Union Berlin, wenn es da mal nicht so läuft? Ich meine, das kennt ihr jetzt ja eigentlich gar nicht mehr. Wie reagieren denn da die Fans? Da ist eigentlich immer dieselbe Stimmung. Ich glaube, dass hier relativ natürlich auch bedingt durch die letzten Jahre ist alles extrem positiv. Braucht man ja nicht drum rum zu diskutieren. Ich glaube, auch was dieses Jahr wieder geschieht, auch wenn man jetzt in den letzten 2 Jahren europäisch vertreten war, dass man jetzt nach 28. Spieltag auf Platz 3 steht, das ist ja gar nicht in Worte zu beschreiben, weil man auch wenn man sich den Kader anschaut, ist ja jetzt kein Kader, wo man sagt, dass man nach 28 Spieltagen auf Platz 3 stehen sollte oder müsste. Deswegen, hier ist immer eigentlich dieselbe Stimmung, die Mannschaft wird unterstützt. Aber man merkt natürlich auch in den letzten 2 Jahren, dass da auch eine gewisse Erwartungshaltung auftritt. Dass natürlich dann auch so ein Unentschieden zu Hause gegen Bochum dann nicht mehr als Punktgewinn verbucht wird, sondern eher als 2 verlorene Punkte. Ja, vielleicht kommt der SV Werder Bremen da irgendwann auch mal wieder hin. Aktuell ist das tatsächlich nicht so. Aber was glaubst du, was macht denn, um da nochmal anzusagen, du hast ja den Vergleich, du hast jetzt beide Clubs kennengelernt. Warum macht das Union oder wie macht das Union besser als Werder? Ich meine, das ist ja eigentlich verrückt. Werder ist der Traditionsverein. Union hat auch viel Tradition, aber nicht so viel sportliche Erfolge vorzuweisen, wie es Werder hat. Was macht Union da besser? Ich weiß, was man besser macht, ist schwer zu sagen. Also ich kann eigentlich nur die Stärken rausheben, die wir hier bei uns in der Mannschaft haben. Also ich glaube, man braucht sich ja unsere Spieler nur anzuschauen. Ich glaube, da macht jeder von den 11, die da auf dem Platz stehen und von den bis zu 5 Mann, die dann auch reinkommen, weiß jeder genau, was er zu tun und was er zu lassen hat. Das ist nicht immer extrem schön anzuschauen, aber es ist halt extrem erfolgreich. Und ich glaube, keine Mannschaft kommt nach Berlin oder auch spielt gegen uns gerne, weil du hast immer Druck, du hast nie Zeit, dir irgendwas zurechtzulegen. Und wir haben dann halt auch Waffen, die wir dann halt einsetzen, ob es jetzt über einen langen Ball ist und die Geschwindigkeit dann in der Tiefe, ob es über Standards ist. Ich glaube schon, es dient ja eigentlich auch das Auswärtsspiel in Bremen, das hat euch das ja auch ein bisschen gezeigt. Das war ja jetzt keine Leistung, wo du dann im Endeffekt sagst, am Ende muss Union da gewinnen, sondern ich glaube, es war ein relativ ausgeglichenes Spiel, aber dann hat halt
Einmal haben wir einen Fehler ausgenutzt und beim zweiten Mal einen Standard. Ich glaube, das erklärt das Ganze ganz gut, dass hier wirklich jeder eins macht und auch jeder einzelne Spieler weiß, was der Trainer verlangt und was er nicht sehen will. Im Umkehrschluss, was muss denn Werder aus deiner Sicht besser machen? Das traue ich mir gar nicht zu sagen, weil, wie gesagt, so nah bin ich da gar nicht dran. Also, wie gesagt, ich schaue viele Spiele und ich finde es extrem erfrischend, wie Werder Fußball spielt. Das ist wieder so ein bisschen, erinnert mich wieder so ein bisschen an die Zeit in meinem ersten Jahr, wo ich da war, wo wir relativ erfolgreich waren. Natürlich von der Punktausbeute nicht so wie damals, aber von der Art und Weise doch immer sehr erfrischend. Ich glaube, das wird ja auch immer von anderen Trainern auch betont, dass Werder einen gut ansehnlichen Fußball spielt. Und ich hoffe einfach, dass wir da jetzt dann auch die nötigen Punkte bald sammeln werden, dass dann auch die letzten Diskussionen da ad acta gelegt werden. Du hättest ja auch ein Teil davon sein können. Ich frage mal ganz platt, warum bist du eigentlich damals gegangen? Ja, es war wirklich eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Ich hätte die Entscheidung auch hundertprozentig anders getroffen, wenn ich nicht ein Jahr davor komplett verletzt gewesen wäre. Aber für mich war dann einfach der Punkt, ich war 28 da geworden in dem Sommer und habe mir halt gedacht, ich habe ein Jahr schon Bundesliga-Fußball verschenkt sozusagen durch die Verletzung. Dann kam, ich habe ja damals auch gesagt, wenn ich was mache, dann wirklich nur was, wo ich von die hundertprozentige Überzeugung habe, auch was mir weiterhilft. Ja, und dann kam halt Union mit der Aussicht, das erstmalig in meiner Karriere auch europäisch zu spielen. Natürlich weiter im Bundesliga-Fußball zu spielen. Von daher war das dann vom Paket her für mich die beste Entscheidung, die ich damals hätte treffen können. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich glaube schon, die Entscheidung würde ich immer wieder so treffen. Aber ich mag es auch nochmal zu betonen, es war nie eine Entscheidung gegen Werder, sondern einfach in dem Moment für das Paket Bundesliga zusammen mit europäisch spielen zu können. Jetzt hast du gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Würdest du diese Entscheidung mit dem Wissen von heute wieder so treffen? Mit dem Wissen von heute nicht, weil es einfach letztes Jahr war die Saison schon ein Stück weit enttäuschend für mich. Ich habe nicht die Einsatzzeiten bekommen, die ich mir erhofft habe, was mir eigentlich auch so ein bisschen dargestellt wurde. Aber im Endeffekt hatte ich da wenigstens nur Einsatzzeiten. Dieses Jahr habe ich nicht einmal eine Kadernominierung vorzuweisen. Das ist natürlich im Endeffekt absolut verschenktes Jahr. Und deswegen, hinterher ist man immer schlauer. Ich ziehe das aber durch bis Sommer und dann wird man sich dann umschauen, was dann Sinn ergibt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, dass so ein Jahr möchte ich nicht nochmal haben, weil das eigentlich so das, was im Fußball ausmacht, das fehlt einem einfach so, dieser Wettkampf. Klar, du kannst trainieren, du kannst dich fit halten. Ich bin da auch relativ mental stark, muss ich sagen, dass ich das durchziehe, dass ich da auch die Mannschaft weiter unterstütze. Aber so das, was im Fußball eigentlich ausmacht, das fehlt dir. Wie sehr bist du denn da noch integriert dabei, wenn man nie nominiert wird zum Kader? Wie sehr gehört man dann noch zur Mannschaft? Und wie sehr wird man denn auch so vom Trainerteam dann mitgenommen? Ja, also in der Mannschaft bin ich extrem integriert. Also allgemein ist eine Top-Mannschaft, die Jungs sind top drauf. Die Jungs schätzen mich auch, vor allen Dingen fußballerisch, aber natürlich auch charakterlich. Aber natürlich ist es dann so, wenn es dann zum Spiel hingeht, ich bin ja jetzt auch keine 16 mehr, ich kann Dinge einschätzen. Ich glaube, da wird auch keine Kadernominierung, wenn jetzt nicht irgendwas Weltbewegendes passiert, dazukommt. Sondern die Meinung, die hat der Trainer, die akzeptiere ich auch und versuche dann halt die Jungs unter der Woche zu unterstützen. Ist dir das denn ordentlich aus deiner Sicht erklärt worden? Ich meine, es gibt ja so Sachen, man kann es dann nachvollziehen und sagen, okay, der Trainer hat mir das erklärt, wenn er so sieht, dann ist es so. Oder findest du, ist nicht gut mit dir umgegangen worden? Erklären muss er mir nicht. Wie gesagt, es ist absolut erfolgreich. Wie gesagt, ich glaube, wir hatten auch so viele Spiele, da bleibt nicht so viel Zeit, um dann Dinge noch zu erklären. Ich bin auch nicht der Typ, der irgendwelche Erklärungen braucht. Ich habe immer zu mir gesagt, ich möchte mir am Ende des Tages nicht vorwerfen können sozusagen, sondern ich gebe immer Gas und dann kann man sich am Ende der Saison nochmal zusammensetzen und kann das Ganze besprechen. Aber wie gesagt, so allgemein brauche ich da keine besonderen Erklärungen. Ich kann das schon ganz gut einschätzen. Hast du schon Pläne? Gibt es schon Anfragen? Gibt es schon Ideen, Gedankenspiele? Pläne habe ich nicht, muss ich sagen. Klar gibt es immer wieder Gespräche, auch im Winter, mir war es ja im Winter auch schon die Situation klar bewusst und war auch nicht zufriedenstellend, das Ganze.
Das wäre was anderes, wenn ich jetzt irgendwie verletzt gewesen wäre und dann Spiele aussetzen hätte müssen. Aber ich war immer verfügbar, ich habe immer trainiert, immer Gas gegeben. Deswegen konnte ich das im Winter schon ganz gut einschätzen. Hatte dann im Winter auch schon ein paar Gespräche. Das Passende war einfach nicht dabei. Was ist denn, wenn der SV Werder Bremen anklopft? Ja, also ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal betont, dass ich mit Werder eigentlich natürlich immer nur gute Erinnerungen habe. Ausgenommen den Abstieg natürlich, aber so allgemein an die Stadt, an den Verein, dass ich den auch in meinem Herzen habe. Natürlich ist Werder immer eine Option. Du kannst ja auch Sechser und der SV Werder Bremen hat ja gerne mal den einen oder anderen Spieler wieder zurückgeholt. Warten wir das doch einfach mal ab. Jetzt spielt Werder gegen Hertha BSC. Aber es wird ein unglaubliches Heimspiel für Werder. 20.000 Fans kommen damit, irre, oder? Ja, also wie gesagt, ich glaube, über die Strahlkraft, die Werder hat, braucht man nicht zu reden. Die Unterstützung sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen ist ja immer sensationell. Die Stimmung ist ja auch im Heimspiel extrem speziell, was dann halt auch immer noch so ein Pluspunkt auf Werders Seite, glaube ich, bringt. Und ja, also wie gesagt, das wird schon auch nochmal ein sehr wichtiges Spiel werden. Ich glaube, wenn man das sieht, kann man dann vielleicht so einen Haken dran machen. Ja, wie gefährlich ist jetzt die Hertha? Du verfolgst sie ja sicherlich ein bisschen mehr als wir jetzt aus der Ferne, so als Rivale in der Stadt. Jetzt haben sie einen Trainer gewechselt, Pal Dardai ist wieder da. Glaubst du, da geht nochmal ein richtiger Ruck durch die Hertha? Ich kann es nur von außen beurteilen. Ich glaube, ein Trainerwechsel ist dann immer so die letzte Patrone, die man zieht. Ich glaube, vor allen Dingen jetzt nach der riesen Enttäuschung, die sie da auf Schalke hatten, wird das ein extrem wichtiges Spiel für sie. Aber ich denke nicht, dass sie mit extrem großem Selbstvertrauen an die Sache rangehen können und rangehen werden. Ich kenne die Situation von vor 2 Jahren. Du hast dir immer viel vorgenommen und dann, wenn sobald die erste Aktion nicht so in deine Richtung läuft, dann ist der Rest von dem, was du dir vorgenommen hast, eigentlich auch schon wieder vergessen sozusagen. Es ist einfach schwer, in solchen Situationen zu performen. Von daher, ich glaube, das ist eine Riesenchance dann für Werder, da direkt, sag ich mal, ein Zeichen zu setzen und dann auch, sag ich mal, diese aufkeimende Hoffnung, die man vielleicht durch den Trainerwechsel hat, dann direkt im Keim zu ersticken. Sag uns doch mal ein Wort zur Fülle, wenn du ihn ein bisschen besser kennst und noch Kontakt hast. Wie hast du ihn verfolgt? Der ist Nationalspieler geworden, WM-Teilnehmer, WM-Torschütze, auf einmal das Gesicht des deutschen Fußballs. Was hast du gedacht, als du das so mitbekommen hast? Ja, Wahnsinn. Also Ich hab immer zu jedem, der mich gefragt hat über Fülle, habe ich gesagt, wenn er nicht dieses Verletzungspech gehabt hätte, ist er für mich Stürmer Nummer 1 in Deutschland, einfach aus dem Grund, weil er einfach relativ viele Eigenschaften vereint. Der ist schnell, er hat ein brutales Kopfballspiel, er kann Fußball spielen, was ja auch immer über Stürmer häufig gesagt wird, entweder die stehen nur in der Box und knipsen oder die sind halt spielende Stürmer, dafür knipsen sie nicht. Er vereint halt beides. Er ist ein Mentalitätsspieler, aber er hatte halt immer das Pech in seiner Karriere. Und ich glaube, jetzt hat er einen Weg gefunden, wie er seinen Körper stabilisiert hat. Er kann performen, er kann trainieren, er kann sich in die Verfassung bringen, um am Wochenende zu performen. Und dann kommt es natürlich auch beim Stürmer dazu, wenn du einen Lauf hast, dann hast du einen Lauf. Und das hat er sowohl in der zweiten Liga unter Beweis gestellt, als auch jetzt in der ersten Liga, als auch bei der WM. Ich glaube schon, dass es dann auf Dauer gesehen jetzt schon ein extremer Qualitätsnachweis ist. Über die Qualität habe ich mir nie irgendwie Gedanken gemacht, bei Fülle, sondern ich gönne ihm das vom Herzen, weil er hat viel einstecken müssen in seiner Karriere und erntet jetzt so ein bisschen das, was er eigentlich immer reingesteckt hat an harter Arbeit. Ich habe jetzt eigentlich nur noch die Frage, Kevin, wohin wechselt Niklas Füllkrug? Das wird er dir ja sicherlich erzählt haben. Ich will ihn damit nicht nerven. Ich glaube, er kriegt da schon relativ viele Fragen. Jetzt Fülle aber als sehr, sehr reflektierende Menschen ein, der sich da viele Gedanken machen wird zu gegebener Zeit. Ich glaube schon, ich nehme ihm das natürlich auch ab, dass er jetzt im Moment einfach voll fokussiert ist. Ich glaube, für ihn steht halt auch viel jetzt auf dem Spiel noch. Du hast einmal in deinem Leben, glaube ich, die Chance, so Bundesliga-Torschützenkönig zu werden. Ich glaube, das ist ein riesen Anreiz, den er da auch hat. Und natürlich will er so schnell wie möglich auch einen Klassenhalt mit Werder dingfest machen, dass dann auch diese Diskussionen aufhören. Und dann eigentlich meiner Meinung nach eine positive Saison auch dann zum positiven Ende geführt wird. Und was er dann im Sommer macht, ich glaube, lassen wir uns überraschen. Ich glaube, er weiß, was er an Werder hat. Und dann schauen wir mal. Warten wir es einfach mal ab. Kevin Möwald, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bleib gesund. Alles Gute bei deinen weiteren Plänen. Gerne dann auch beim nächsten Mal hier vor Ort. Dankeschön. Bis dann. Ciao. 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 Danke, ciao.
Das war Kevin Möwald. Ich lege mal das grüne Telefon auf. Ja, Björn, geiler Typ, ne? Mega, also wirklich. Sind sehr gespannt, wie es dann für ihn, oh, hier einmal fast abgeräumt. Aber jetzt stelle ich mir hart vor, ne? Da nie in den Kader zu kommen. Ja, unangenehm, absolut unangenehm. Ja. So kann es auch gehen. Hätte ja auch mit dem SV Werder Bremen wieder in die erste Liga aufsteigen können. Aber hat er so für sich entschieden. Und vielleicht, hat er ja auch gesagt, würde er es heute anders sehen. So, was kommt jetzt, Björn? User fragen Loser eigentlich. Und vorher Verschenkungen. Wir haben mehrere in der letzten Folge dazu aufgerufen, mitzumachen. Dieses Trikot von Marvin Ducksch. Ich halte das mal hoch, weil es hält da eh nicht. Ne? Man sieht es immer nicht so richtig. Ne? Für lau abzugreifen. Und ihr kennt das Prozedere. Ich rufe das alte Video auf. Das alte klingt alt. So, aber alt, so ist schnell es gar geht das. So alt ist passt es gar nicht. Passt ganz gut zu dir. Ah, schönen Dank, Björn. Scroll hier hoch und runter und du machst bitte den Björn Schnips, as always. Warte. Achso, zu früh. Ich bin auch nicht so richtig. Jetzt geht's los. Du kannst echt überhaupt nicht schnipsen. Wahnsinn. Mag an meinem Namen. Es funktioniert einfach nicht. Aber wir haben einen Gewinner. Sören Weiner, 5721. Herzlichen Glückwunsch, Sören. Für dich dieses Trikot mit dem Vlog von Marvin Ducksch. Dein Kommentar, alles wird gut. Das ist der entscheidende Hashtag. Björn Schnips für mich ist der zweite Hashtag, den er benutzt. Ich kann zu dem Thema Abstiegskampf leider nichts sagen, da ich nicht auf die Tabelle schaue. Das ist in der Tat auch noch ziemlich lustig. So, also das Trikot geht raus an dich. Bitte E-Mail schreiben an redaktion@deichstube.de und dann gehört dieser wunderschöne Lappen dir. Nächste Verschenkung, das geht hier Schlag auf Schlag, präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Uest. Bam, bam, bam. Ja, genau, ich muss aufpassen mit Werbung. Gönnt euch mal ein Hotelzimmer, macht euch eine schöne Zeit auf Uest im Hotel Atlantik Uest. Ich zeige übrigens auch alle Werder-Spiele da. Da müssen wir echt mal hin, ne? Da müssen wir mal hin. Irgendwann werden wir da eine Folge machen. Können wir auch mal einen Podcast aufnehmen oder und sowas. Und die haben sich mal wieder was einfallen lassen. Man glaubt es nicht, ein Werder-Heimtrikot. Ein Werder-Heimtrikot. Ich will ehrlich sein, ich habe das besorgt. Ich war im Fanshop. Alles ausverkauft gerade. Also wirklich die Umbro-Sachen, Umbro, wie auch immer ihr es nennen wollt, die werden jetzt, ich will nicht sagen verramscht, ne? Weil das würde die Verschenkung hier abwerten. Aber da ist nicht mehr viel zu holen. Deswegen dieses Trikot mit der Rückennummer 4 von Niklas Stark. Wir wollen ja die Abwehr stärken. Aber du hast doch gesagt, ist das, welche Größe hat das? XXL. Es war wirklich nicht mehr viel zu holen, aber... Oh, mir wird es passen. Ja, dem einen oder anderen von euch, der einen oder anderen, wird das sicherlich auch passen. Natürlich ein bisschen, ein paar Kilo mehr vielleicht, aber egal. Es ist wie immer. Ihr könnt das abgreifen für lau. Das ist echt ein Riesenlappen. Guck mal, das ist ganz schön groß. Der Name so klein drauf, ja, ne? Niklas Stark ist ja auch ein großer Typ, ne? Ein Hühne, ein Abwehrhühne. Ja, deswegen auch das große Trikot. Finde ich richtig, finde ich gut. As always, ihr müsst nicht viel tun. Kommentiert unter dem YouTube-Video mit, ja, wenn euch danach ist, mit netten Dingen. Das kommt bei uns immer sehr, sehr gut an. Unter dem Hashtag, ich glaube, das, was die jungen Leute sagen. Nein. Donny Starko. So viel. Cool. Läuft. Kickflip. Soll ich sagen. Also mit dem Hashtag Donny Starko. Seid dabei. Und eine von euch gewinnt dieses Trikot, bekommt es geschenkt. So, ne? Kennen wir das Prozedere? Lassen wir es hier liegen? Ich weiß es gar nicht. Machen wir es mal. Wieder in die Hotel Atlantik Uest Box, in den Böllerwagen. Und jetzt kommen wir dann auch endlich. Ich freue mich drauf, weil jetzt wird es richtig inhaltlich. Ich habe schon von dir gehört, es geht zur Sache, ne? Ja, es geht ganz gut zur Sache. User fragen Loser, Jingle feuerfrei. Überhaupt kein Forentyp oder sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User fragen Loser. Christoph P97. Ich finde, spätestens jetzt brennt der Baum lichterloh. Auswärts bei Hertha nach Trainerwechsel, dann nach Schalke, die gerade mit einer riesen Fanmacht unterstützt werden. Und dann kommen die Bayern, Leipzig, Köln und Union. Steigen wir ab, wenn wir nicht noch mindestens 3 Punkte holen.
Ja? Ja, also mit ja? Die 32 Punkte werden nicht reichen. Ah, ich mag das gar nicht sagen. Also ich habe so ein bisschen Resthoffnung, dass selbst wenn du nichts mehr tust, die anderen auch nicht mehr so viel tun. Nee, es ist ja relativ einfach Rechnung. Du weißt ja jetzt schon, wenn du jetzt verlierst, sind die ja schon auf 5 dran. Ja, aber danach müssen die ja auch noch irgendwie gewinnen. Ja, aber wenn Werder ja nichts mehr holt, werden die ja, wohl noch in 5 Spielen. Ich will ja auch nicht davon ausgehen, dass der SV Werder Bremen nichts mehr holt. Ich will mich einfach nicht damit beschäftigen, dass das tatsächlich nochmal richtig eng wird. Muss sie ja vielleicht auch nicht. Aber am Sonntag solltest du dich mal einmal kurz damit beschäftigen und dann ist es sich vielleicht auch wieder ausbeschäftigt. Lennart, das wird so geschrieben, Lennart, FH, wann traut man sich klar, den Abstiegskampf auszurufen? Braucht es von Werder jetzt schon ein Signal zu sagen, nein. Leute, nein. Vorsichtig! Nein. Ich gehe davon aus, dass sie intern das schon so deutlich nicht sagen werden, aber sagen, Leute, ne, strafft euch. Aber nach außen fände ich, das wäre ja nur Panikmache. Und ich finde es absolut gut, wie Ole Werner da die Ruhe behält, weil das bringt nichts. Und ich meine, es ist am Wochenende eigentlich ja nichts passiert. Ein Pünktchen haben sie jetzt verloren auf die anderen. Das ne, ist ja noch ganz okay. Gut, Schalke hat gewonnen, aber der Abstand ist jetzt von 9 auf 8. Ja, gegen Hertha hat Schalke gewonnen. Ja, genau. Ja. Also von daher, nein, Panik mache ich Quatsch. Ich finde es gut, wie Ole Werner das immer noch sachlich, nüchtern wegmoderiert. Spannend wird es halt, wenn du das Ding am Sonntag vergeigst. Spannung wollen wir bitte nicht mehr. Rick Lange 99, auch schon ein bisschen angefressen. Woche für Woche dieselben Fehler und die gleichen unnötigen Niederlagen. Wann wird bei Werder endlich auch mal nach außen Tacheles geredet? Das geht dann auch so ein bisschen in die Richtung. So wie bei Schalke. Danach haben die ja Hertha 5-2 geschlagen und diesen Hallo-Wach-Effekt braucht Werder auch vor den beiden Spielen gegen Hertha und Schalke. Ja, siehst du offensichtlich anders. Ja, aber wenn das bei Schalke mit diesem Hallo-Wach-Effekt jetzt wirklich dauerhaft funktionieren würde, würden die da ja nicht unten stehen. Weil das kommt ja immer wieder, dann haut da wieder einer auf den Putz. Mal funktioniert es dann im nächsten Spiel, mal nicht. Ich glaube, auf Dauer musst du das ganz gezielt einsetzen. Also dieses so mal richtig auf den Tisch hauen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in der Kabine auf den Tisch gehauen wird, auch vom Trainer, vom Trainerteam. Und Frank Baumann ist auch gar nicht der Typ, der nach außen hin da auf den Tisch hauen würde. Und Clemens Fritz auch nicht. Da sind sie einfach, da stehen sie nicht für. Und das wäre auch nicht authentisch. Und deswegen halte ich das auch nicht für sinnvoll. Stefan. Ich kann nicht sehr schlecht lesen. Es ist einfach sehr verklausuliert geschrieben. Ja. Also wahrscheinlich Stefan, schreibt sich aber Stefan. Leute, bitte ganz locker bleiben. Nichts heraufbeschwören, bitte. Ach so, eine Frage muss ja noch. Arbeitet ihr eher mit Backpulver oder mit Eischnee, wenn ihr Waffeln zubereitet? Gruß und Kuss. Stefan, wir beschwören hier gar nichts herauf, sondern wir wollen ja hier positive Stimmung verbreiten. Die Waffelfrage kann ich nicht beantworten, das ist für mich Schnee von gestern. Ja, Schnee von gestern. Womit wir wieder in Frankfurt wären. Grüße an dieser Stelle. Also Stefan sagt das ganz richtig. Hier mal nicht überdrehen, Freunde der Sonne. Wird schon alles irgendwie werden. Marcel Lubos. Leute, bitte einfacher Name. Wie soll ich das hier durchmoderieren, wenn diese Namen so schön sind? Das ist ein völlig einfacher Name. Marcel Lubos. Ja, frag ihn. Holt den Tabellenrechner raus. Machen wir an dieser Stelle noch nicht. Ach so. So. Argo TM, wann ladet ihr Arndt mit seinem Mittelchen gegen die Abstiegsangst ein? Gute Idee eigentlich. Ja, ist eine gute Frage. Eigentlich eine gute Idee. Für Leute, die das hier schon sehr lange verfolgen, was wir hier so machen, Deichfums, eingedeicht, den ganzen Bums. Immer wenn es dem SV Werder Bremen so richtig schlecht ging, war Arndt Zeigler hier. Und er hatte seine Wohlfühlsalbe, seine Anti-Abstiegsangst-Salbe dabei und hat uns damit so richtig kräftig eingerieben. Und das hat meistens funktioniert, einmal halt nicht. Muss man auch ehrlich sagen. Und zuletzt war er bei uns zu Gast nach dem Aufstieg und wir konnten mit Arndt endlich mal über die schönen Dinge rund um den SV Werder Bremen reden. Als hätte ich diese Frage geahnt, habe ich Arndt versucht anzurufen, habe ihm dann eine Nachricht geschickt, habe gesagt, Arndt, die Leute fragen wieder nach deiner Anti-Abstiegssalbe, kannst du was machen? Kannst du dich mal melden? Und dann hat er mir geschrieben, dass er uns auf den Anrufbeantworter gequatscht hat. Und deswegen, das grüne Telefon hat ja 1000 Funktionen. Eine davon ist die Anrufbeantworterfunktion.
Ich schmeiß das Ding einfach mal an. Sie haben 5375 neue Nachrichten. Moin, ihr Lieben. Es gibt Nachfragen nach meiner Salbe, ehrlich? Das wundert mich etwas, weil nach der letzten Anwendung der Patient ja quasi verstorben ist. Aber ich habe noch was davon. Also der Punkt ist, ich glaube, wir sind in einer merkwürdigen Sonderlage, weil wenn wir diesen hanebüchenen Abstieg vor 2 Jahren nicht gehabt hätten mit diesem riesen Vorsprung, dann würde überhaupt niemand bei unserer jetzigen Situation noch irgendwas von Abstiegsgefahr faseln. Und das ist, glaube ich, auch das, woran man sich mathematisch hochziehen sollte. Dass so eine Sache zwar dadurch, dass sie einmal passiert, theoretisch auch ein zweites Mal passieren kann, aber die Wahrscheinlichkeit natürlich immens gering ist, dass einem sowas zweimal passiert. Und wir haben jetzt immer noch 8 Punkte Vorsprung, 6 Spieltage Verschluss. Als kleinen Service habe ich mir mal das Restprogramm aller Mannschaften aufgerufen. Ich beginne mit Hertha, vor denen haben wir 10 Punkte Vorsprung. Hertha hat noch Auswärtsspiele in München bei den Bayern, in Köln und in Wolfsburg. Da werden sie nicht ganz viel gewinnen. Sie haben Heimspiele gegen Werder, gegen Stuttgart und gegen Bochum. Da können Sie natürlich noch eine Menge Punkte holen. Aber selbst wenn Sie alle Heimspiele gewinnen und alle Auswärtsspiele verlieren, was möglich ist, aber jetzt auch nicht die wahrscheinlichste Option, sind Sie immer noch hinter Werder. Dann nehmen wir mal Schalke. Schalke hat auf Werder aktuell einen Rückstand von 8 Punkten. Schalke spielt noch gegen in Freiburg. Dann spielen sie gegen Werder. Dann spielen sie in Mainz, dann spielen sie in München, dann spielen sie gegen Frankfurt und dann spielen sie in Leipzig. Da muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich es für völlig ausgeschlossen, dass da irgendeine rechnerische Möglichkeit besteht, wie man mit diesem Programm 8 Punkte auf Werder aufholt. Gehen wir weiter und sind bei Stuttgart. Stuttgart hat auf Werder einen Rückstand auf auch 8 Punkte. Und Stuttgart spielt noch in Augsburg zu Hause gegen Gladbach. Dann spielen sie in Berlin, dann haben sie Leverkusen in Mainz und dann haben sie Hoffenheim zu Hause. Da können die noch 8 oder 10 Punkte holen, aber dann würde Werder schon ein einziger Sieg aus 6 Spielen reichen. Dann würden die an Werder auch nicht mehr rankommen. Und so geht diese Rechnung eigentlich und diese Rechnerei eigentlich weiter. Bochum hat 5 Punkte Rückstand auf Werder. Bochum spielt noch. Die spielen noch gegen Wolfsburg, gegen Dortmund, in Gladbach, gegen Augsburg, in Berlin und gegen Leverkusen. Da sind 6 oder 8 Punkte im Idealfall dran, drin, aber auch dann, die haben ein noch schlechteres Torverhältnis als wir, würden die mit einem Sieg für Werder aus 6 Spielen es schon nicht mehr schaffen können. Und dann haben wir noch Augsburg, unsere lieben Freunde, die haben auf Werder aktuell einen Rückstand von nur 3 Punkten. Aber die spielen auch gegen Stuttgart in Frankfurt, gegen Union in Bochum, gegen Dortmund und in Gladbach. Und in den Spielen müssten sie 6 Punkte mehr holen als Werder. Und Werder hat jetzt noch, um daran zu erinnern, wir haben jetzt die beiden Auswärtsspiele in Berlin und auf Schalke, dann haben wir die Bayern und Leipzig, dann haben wir Köln zu Hause und Union. Das ist auch nicht leicht, aber ein Sieg würde schon dafür sorgen, dass nahezu niemand uns mehr einholen kann. Es ist am besten, wir holen ihn gleich in Berlin. Dann kann ich die Salbe wegtun, weil ich glaube, die ist auch abgelaufen. Aber so, das ist die Situation. Die Salbe liegt hier. Ich hätte sie da, aber ich glaube, wir brauchen sie nicht. Wow, Arndt, vielen, vielen Dank. Hat er hier einfach mal den Tabellenrechner durchgehackt. Aber mal ordentlich, ne? Ja. Und hab mich auch mal wieder richtig schön eingerieben, muss ich sagen. Also wirklich so ganz körpermäßig für mich jetzt auch wirklich viel besser, aber ich fühle mich ja heute eh nicht so schlecht. Also bei Hertha würde ich sagen, wenn ich das so gehört habe, ist Hertha ja weg, ne? Klare Ansage. Zumindest holen die Werder nicht mehr ein. Ja. Also wie ich das rausgehört habe, geht das eigentlich für alle, die holen Werder nicht mehr ein. Werder muss halt einen Sieg landen, am besten jetzt gegen Hertha BSC. Ich sag sowas nicht mehr. Die haben den Trainer getauscht noch, ne? Oh ja. Auf die Schnelle. Ist wieder da. Pal Dardai zum 3. Mal. Das ist so ein bisschen so, als würde man bei Werder, angenommen die stecken im Abstiegskampf, nochmal Thomas Schaaf wieder rausholen. Was war ein nassen Helm? Das wäre ja absurd. Ja, aber der ist ja abgestiegen. Ne? Pal Dardai hat das verhindert. Ne? So, nächste Frage. Der Erklärbär. Vieles erinnert an die Abstiegssaison. Ab wann muss über Ole Werner diskutiert werden? Nach einer Niederlage in Berlin oder erst, wenn wir auch gegen Schalke verlieren sollten? Hatten wir eingangs schon das Thema. Will ich nochmal aufrollen, das Ganze. Ich finde es absurd, den Trainer in Frage zu stellen. Ja, aber die Frage geht doch in eine andere Richtung. Und die, finde ich, ist total legitim, die Frage. Okay, bitte. Jetzt stell dir mal nochmal vor. Den Punkt hatten wir ja bei Florian Kohfeldt auch.
Der verliert jetzt wirklich die nächsten drei Spiele noch. Und die Mannschaft ist völlig, wird hektisch, spielt überhaupt nicht mehr gut. Natürlich musst du dann nochmal die Trainerfrage stellen. Die Frage ist natürlich immer, macht das drei Spieltage vor Schluss noch Sinn? Aber was macht im Fußball manchmal noch Sinn? Nee, ich kann mir schon vorstellen, dass diese Frage irgendwann nochmal gestellt werden muss. Ich glaube auch, dass Frank Baumann aus der Erfahrung der Abstiegssaison diesmal ein bisschen früher tätig werden würde, zumindest gedanklich. Erinner dich, Kohfeldt nach dem Spiel bei Union Berlin, katastrophal gespielt, selbst fast um die Entlassung gebettelt. Und dann haben sie gesagt, nee, geht noch weiter, dann hast du das Pokalspiel gemacht und dann. Nee, das geht jetzt in eine falsche Richtung. Ich möchte das nicht. Boah, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte das nicht. Nein, ich möchte das auch nicht, aber ich finde, die Frage ist berechtigt, wird aber nicht so kommen, weil hoffentlich vorher die Kurve bekommen wird. Okay, darauf können wir uns ja gerne einigen. Also nicht, dass das eine falsche Scheiße wird. Ich will das so nicht, ne? Aber ich glaube, wenn man das Szenario durchspielt, muss man, also auch dann. Irgendwann musst du natürlich den Trainer in Frage stellen, wenn er jetzt wirklich gar keinen Punkt mehr holen sollte. Ja, es ist irgendwann überfällig, aber. Da muss Frank Baumann und Clemens Fritz und die anderen Entscheidungsträger überlegen, der Klassiker, erreicht er die Mannschaft noch? Was ist da los? Was stimmt da auf einmal irgendwas nicht? Und können wir das irgendwie nochmal aufbrechen? Ich glaube, mein Punkt ist einfach. Dass diese Gedankenspiele jetzt nicht da sein sollten, viel zu früh kommen. So. Richtig. Mucho Bene. Warum spricht eigentlich keiner über diese eklatant miese Abwehr? Veljkovic schon seit Jahren inakzeptabel. Ketten, Friedel ist gemeint, mal Licht, meist viel Schatten und Stark wird nach außen und Pieper sogar auf die Bank verdrängt. Ein Witz. Dazu kann ich ein bisschen was erzählen. Bitte. Das ist ganz interessant. Erstmal muss man zu Miloš Veljkovic sagen, spielt auch serbische Nationalmannschaft, war bei der WM. Ich will mal so sagen, der serbische Nationaltrainer hat auch ein bisschen Ahnung von Fußball und wird nicht ohne Grund ihn auch spielen lassen. Mhm. Ich kenne die Kritikpunkte, aber dass er jetzt so schlecht geredet wird, geht mir zu weit. Okay. Ne? Marco Friedl hat eine schwierige Saison, muss man ganz klar sagen. Mhm. Liegt vielleicht auch daran, dass er zusätzlich Kapitän geworden ist. Mhm. Kennst meine Meinung dazu? Habe ich für einen Fehler gehalten. Mhm. Das ist einfach falsch, so einen jungen Spieler damit noch, das noch aufzubürden. Wobei, er musste auch nachweisen, dass er wirklich Bundesligaspieler ist. In der zweiten Liga war er auch nicht überragend. Ja, schon ziemlich gut, finde ich. War schon ziemlich gut, aber hatte auch seine schwierigen Phasen und hatte aber noch einen Übertoprak an seiner Seite. Mhm. Das haben wir noch nicht vergessen. Eine schwierige Saison, hat er neulich selbst zugegeben. Jetzt aber zu Miloš Veljkovic und Niklas Stark, was ja viel diskutiert wird. Warum spielt Stark nicht in der Mitte und Veljkovic dann rechter Innenverteidiger? Mhm. Sondern es ist ja umgekehrt bei Werder, dass Veljkovic in der Mitte ist und Stark außen. Mhm. Hast du eine Idee, warum das so ist? Nein, überhaupt nicht. Sag's mir bitte. Ich habe mir das mal erklären lassen von Fachleuten. Ja. Es geht darum, dass Werder, wenn sie im Ballbesitz sind, gerne aus der Dreierkette eine Viererkette machen. Mhm. Mitchell Weiser verabschiedet sich nach vorne auf der rechten Seite. Dann lässt sich Anthony Jung ein bisschen fallen und sie sind im Aufbau eine Viererkette. Mhm. Damit rutscht der rechte Innenverteidiger nach ganz rechts draußen. In dem Fall wäre das, wenn Veljkovic dort spielen würde, wäre er ganz rechts draußen. Mhm. Veljkovic ist aber, so sagen es die Experten, der absolut beste Spieler im Spielaufbau von den ganzen Abwehrspielern. Also der spielt die besten Bälle nach vorne. Sowohl diagonal als auch flach in die Spitze oder ins Mittelfeld. Wenn du den da ganz rechts draußen hast, ist der verschenkt da. Und Niklas Stark, das ist nicht seine große Stärke, das zu machen. Und deswegen switcht man das. Man sagt allerdings defensiv, da sind wir bei den Kritikern, die auch völlig zu Recht da sind, da wäre Niklas Stark wahrscheinlich besser in der Mitte als ein Veljkovic, weil das besser organisieren kann und vielleicht auch Marco Friedl besser helfen könnte. Da musst du dich als Trainer natürlich dann auch entscheiden, was machst du da? Ist dir jetzt das defensive Ding wichtiger oder ist den Spielaufbau? Und das ist dann halt so eine Abwägungsgeschichte. Und wenn man sich anschaut, wie gut Werder eigentlich verteidigt hat grundsätzlich, kann man die Entscheidung von Ole Werner zumindest nachvollziehen. Hast du es überhaupt alles verstanden? Ich bin schwerst beeindruckt, weil das ist ja richtig Taktik-Deep-Talk hier. Ja, ich habe mal ein geil, bisschen, Mann. Ich habe mich mal umgehört und mir das so mal erklären lassen. Ja, es ist zumindest eine Erklärung. Genau, und Amos Spielberg könntest du natürlich auch nehmen. Ja. Das wäre die Überlegung, aber dafür ist Niklas Stark im Moment einfach zu gut und zu abgeklärt. Ja, ist er ja auch. Und deswegen. Donny Starko, denkt an das Trikot. Vielen Dank, Björn. Naja. Wow. Ja, ich dachte, richtige, sowas kommt heute. Richtige, da ich dann richtige vor, Insights. Ja. Der Tobi Escher der Deichstube. Wahnsinn. Moment, gibt echt einen Tobi Escher der Deichstube. Egal. André Hücker. Die Defensivleistung und die Heimschwäche von Werder gehen mir richtig auf die Zündschnur. Ute Prekel. Wann verkauft Werder endlich diese Abwehr?
muss ich das mal drüber nachdenken. Ja, ohne Abwehr ist auch schlecht, ne? Ohne Abwehr ist auch schlecht. Ja, also ich glaube, da ist einfach so ein bisschen Schärfe drin. André sagt, ich verstehe das aber auch, nervt ihn halt, verstehe ich. Und Ute ist offensichtlich auch ziemlich angepisst von dieser eklatanten Abwehrschwäche. Aber es ist, man muss das wirklich mal realistisch sehen. Es ist keine totale Abwehrschwäche. Also die haben ja jetzt nicht 10 Chancen gegen sich und du sagst, das ist ein Hühnerhaufen, der da hinten rumrennt. Es sind halt immer diese 2-3 Szenen. Also wenn man sich überlegt, wie wenig Chancen sie des Gegners zulassen, ist das eigentlich okay. Aber ein 2-3 Mal sind sie da und die Dinger sind dann auch immer sofort drin. Kommt natürlich auch ein bisschen Pavlenka mit ins Spiel. Ja, steht auch gut in der Kritik, mal wieder. Also die beiden Tore jetzt am Sonntag gegen Freiburg, bei dem zweiten kann er gar nichts machen. Ne, ein super Kopfball. Ja. Beim ersten habe ich auch nochmal umgehört, habe ich auch nochmal nachgefragt. Björn Clips hört sich immer für euch um. Und das ist halt auch so eine Geschichte, der kommt halt in der Range, also an der Stelle, an dem Körper vorbei, wo du weder mit Beinen noch mit Hand schnell genug da sein kannst. Also da, wo ich mich umgehört habe, war eher so, boah. Der muss ein bisschen weiter hinten stehen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Da hat er aber dann steht er weiter hinten und der geht rein und sagt, warum kommt denn die 2-3 Meter aus dem Tor? Also ich fand ihn jetzt in dem Spiel auch nicht so überzeugend, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich hatte auch das Gefühl, der Freistoß, den er da von Griffo nach vorne abprallen lässt, das sah nicht gut aus. Und diese Großchance direkt nach der Führung, der hat er quasi selbst für gesorgt. Das war eigentlich die einzige Chance, die Freiburg davor hatte, vor den beiden Toren. Er macht für mich im Moment auch nicht den sichersten Eindruck dabei. Und das ist halt, das brauchst du jetzt gerade. Ne? Ich hoffe, da kommt er wieder hin. Dir wird übrigens nachgesagt, dass du Jiří Pavlenka regelmäßig schlechter bewertest, als das andere tun würden. Kann ich so nicht wiedergeben oder verstehen, weil der Kollege Malte Bürger hat ihm jetzt am Wochenende eine 4,5 gegeben. Ja, und da stand irgendwie drunter, Björn Clips wieder. Ja, genau. Und da kriege ich jetzt wieder Lack für, dass die Kollegen, ich habe wieder schlaflose Nächte. Ja, du lässt dich davon aber natürlich kann ich nur nicht beirren. Den unseren neuen Partner, Bruder, Partner, Schwester, Podcast. Nachspieldeich. Da erklärt nämlich. Ja, Fakten gibt's hier immer. Ja. Vor aufs Brett. Da ist eher so ein bisschen humorvoll. Und bisschen unseriös. Ja, genau. Aber hört da gerne mal rein. Philipp, SVW. Unpopuläre Meinung, der Kapitän ist, aber Friedel patzt meiner Meinung nach zu viel. Müsste er deshalb mal für 1-2 Spiele auf die Bank, sofern die anderen Innenverteidiger spielen können. Tja, was machst du dann? Dann hast du keinen Linksfuß in der Innenverteidigung. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit Fabio Chiarodia. Zu jung. Guter Junge, gar keine Frage, macht eine gute Entwicklung, aber den da jetzt reinzuschmeißen, wenn ich mal, also so schlecht spielt Marco Friedl jetzt auch nicht. Also ich zücke das Handy. Warum? Ich zücke das Handy, weil wir dazu auch eine Sprachnachricht bekommen haben. Oh, jetzt bin ich gespannt. Hören wir mal rein. Moin Moin, Dom hier. Ich wollte mich mal per Sprachmemo melden und euch fragen, ob wir vielleicht ein Kapitänsproblem haben, weil wir für meine Verhältnisse zumindest ziemlich unsicher in der Abwehr wirken und Friedl für mich nicht die Sicherheit und Ruhe ausstrahlt, die ich mir wünschen würde. Und deshalb wollte ich euch fragen, ob wir auf der Position vielleicht irgendwie Anpassungsbedarf hätten. Achso, einen schönen Tag wollte ich euch wünschen. Vielen Dank für das Format. Ich höre gerne und fleißig zu. Vielen Dank für die Frage. Geht in die gleiche Richtung. Friedl, stark in der Kritik bei den Fans, ist mein Eindruck. Und das spricht jetzt ja gerade dafür. Kapitänswechsel, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, passiert jetzt in der Saison natürlich nicht. Aber du hast es ja eben gerade schon gesagt, es war aus deiner Sicht die falsche Entscheidung, Friedl zum Kapitän zu machen. Erste Frage war ja, muss er vielleicht wirklich mal 1-2 Spiele auf die Bank? Was ist mit Friedl los? Was ist los? Ich glaube, das weiß er selber nicht so genau. Er hat ja neulich noch ein Interview uns gegeben und fand das stark, wie er auch wirklich selbstkritisch damit sich umgegangen ist. Ich finde stark, wie er die Mannschaft nach außen vertritt auch. Also das macht er wirklich gut, auch in dem Interview. Wie er sich immer wieder stellt nach den Spielen, das muss ein Kapitän ja auch machen, das ist sein Job. Ich glaube, manchmal würde er sich auch mal wünschen, das nicht machen zu müssen. Hat er jetzt auch am Wochenende gemacht, hat aber nicht mehr so ganz so viel Lust auf uns und auf die schreibende Zunft. Ist das so? Ja, das war am Sonntag sowieso ein bisschen schwieriger, habe ich mir sagen lassen von den Kollegen. Da wurden halt die Pflichtinterviews für die zahlenden Sender gegeben. Und TV-Anstalten. Die dafür ein bisschen was bezahlen und wir,
die da rumlungern, die alles für lau haben wollen. Die rumlungernden ja, für lau haben wollen. Die jeden, die dann noch den Rest abgreifen wollen. Wir machen das für euch da draußen, nicht genau, vergessen. Genau. Für euch. Die haben da nicht so viel bekommen, da war nur Maximilian Philipp da. Das ist manchmal so, aber jetzt auf Marco Friede zurückzukommen, ja, ist eine schwierige Saison für ihn. Ich weiß nicht, man müsste im Sommer nochmal darüber nachdenken, ob er Kapitän bleibt, weil manchmal hilft ja so ein Jahr auch. Ja, aber jemanden vom Kapitän zum Nicht-Kapitän zu machen, ist ja auch irgendwie eine Maßnahme. Machst du nicht. Aber jetzt, um auf die Aktualität zurückzukommen, auch jetzt machst du es nicht, das behältst du bei. Dem wird es gut tun, wenn Lücke wieder da ist, ne? Also Niklas Füllkrug. Der fehlt einfach als Typ. Als Leader auch. Ja, total. Ja, steht aber da vorne, Marco Friedl in der Regel weit hinten. Ja. Ja. Na, Miloš Veljković kannst du jetzt auch nicht erwarten, dass der auf einmal den... Ja, ist irgendwie ein bisschen verhext. Das ist der Vizekapitän übrigens. Läuft nicht bei Friedl, tatsächlich. Und bei Veljković gerade auch nicht so. Wobei, man Marco Friedl, auch bitte nochmal, seht ihr auch alle, der gibt wahrlich alles, ne? Ist ja nicht so, als wenn er da jetzt nur lamentieren würde. Ja, du hier auch. Reicht manchmal trotzdem nicht. Ich will Marco Friedl doch jetzt gar nicht schlecht machen. Das um Gottes Willen. Steffen SVW 18, was können wir gegen den Heimfluch machen? Bin echt ratlos. Erstmal zweimal Auswärtsspiel. Ist eigentlich. Und das Auswärtsspiel ja zum Heimspiel machen. Ja, das halte ich ja für den ganz größten Fehler. Wahrscheinlich ist das der große Fehler der ganzen Saison. Rückblick. Nee, lassen wir das. Ja, nee. Ich glaube ja, dass knapp 30.000 Werder-Fans in Berlin sein werden. 20.000 hin oder her. Bestimmt fast 30.000. Ich glaub, der Rekord liegt bei 35.000. Ist das so? Ja, ich glaube, gehalten, wenn ich das richtig gelesen habe, von Dynamo Dresden sogar mal in Berlin. Ah, Grüße an Markus Anfang. Nicht. Zurück zum Thema. Also knapp 30.000 Werder-Fans in Berlin. Quasi Heimspiel ja. Für Werder. Aber Heimspiele können sie ja nicht so gut. Also sollen die nicht singen? Sollen die leise sein? Es ist ja trotzdem per Definition Auswärtsspiel und ja. Deswegen gut. Oder? Also erstmal ist es absolut bemerkenswert und zeigt einmal wieder diese Stärke der Traditionsvereine. Schalke hat das ja jetzt in Hoffenheim auch vorgemacht und hat auch wunderbar funktioniert, ne? Aber gut, ist ja auch Schnee von gestern. Ja. Aber das zeigt einfach diese Wucht der Traditionsvereine und die braucht die Bundesliga und deswegen wird das schon, das wird nochmal helfen bei dem Spiel. Bin ich mir sicher. Wird der Mannschaft gut tun. Frage von Ole Werner gibt's noch, klar. Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich? Da sind wir ja eigentlich thematisch schon. Ne? Das Ding gegen die Hertha muss gewonnen werden. Wobei, ich glaube, es reichen ja zwei Unentschieden noch. 34 Punkte bleibe ich ja, dabei. Aber für mich wäre es auch besser. Aber es wäre schon sehr, sehr gut, würde Werder das Spiel in Berlin gewinnen. Und, ich will es nicht verhexen, ne? Aber vor der Hertha habe ich keine Angst. Oh, vor Kevin Prinz Boateng habe ich ein bisschen Angst. Wir wollen ja hier über die guten Dinge reden. Also Björn, wie geht's aus? Werder gegen Hertha? Ich glaube wirklich an Werder-Sieg, wenn Füllkrug spielt. Das ist aber für mich wirklich eine absolute Voraussetzung für ein erfolgreiches Spiel. Spielt Füllkrug, gewinnt Werder das Ding 3-1. Spielt Füllkrug nicht. Hoffe ich auf ein Unentschieden. Ich tue mich da echt schwer mit. Weiß ich nicht. Ich bin optimistisch. Du brauchst aber lange dafür. 2-0, ja, ich tue mich halt wirklich schwer damit. Ich glaube ja eigentlich an Werder-Sieg. Ich überlege gerade in meinem Kopf, spiele ich gerade durch. Was ist bei einem 2-2? Reicht das dann womöglich? Ist auch ein Punkt erstmal nicht so schlecht. In Berlin, da hast du 33 Zähler. Komm, lassen wir das. Werder gewinnt. Aber fertig. Wollen wir nochmal den Einspieler machen von ganz am Anfang, wo du gesagt hast, ich mache heute hier positive Stimmung. Ich bin, ne? Ja, habe ich doch gemacht, oder? Ja, aber indem du 5 Minuten hier sitzt und überlegst und ich muss überlegen, mal gucken, wie es ausgeht, ich weiß nicht. Da muss jetzt mal ein bisschen kommen. Habe ich doch gemacht. Was habe ich gesagt? Wie spielen sie? Habe ich vergessen. 2-0. 2-0 gewinnen sie. Habe ich vergessen. Ja, ist doch gut. Hier, lass mal hier aufhören jetzt hier. Aber ich will noch was loswerden. Ja. Schalte mich nochmal scharf. Für die Abmoderation. Bleibt mir nämlich nur zu sagen. Vielen Dank an euch da draußen. Fürs Zuschauen, Zuhören, lasst bitte, wie immer, die fetten 5-Sterne-Bewertung da. Alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Instagram, Twitter, YouTube natürlich. Der ganze Bums. Björn, schön, dass du dabei warst. Ja, danke schön. War eigentlich... Ich habe jetzt viel bessere Stimmung, seitdem du mich hier so
Wie immer hier. Ja. Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes gibt es hier nicht. Und wenn ihr jetzt sagt... Langweilig, oder? Pech gehabt. Es ist, wie es ist. Schaltet auch beim nächsten Mal bitte wieder ein. Bleibt gesund. Nur der SVW, wenn er bleibt drin, ist doch eh klar. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Danke, ciao.